Jetzt ist offiziell, was die Wall Street seit 2022 herbeigesehnt hat, als die Fed ja begonnen hat, die Zinsen zu senken, schon im Sommer 2022 eine massive Rallye in der Erwartung, naja, die werden doch die Zinsen schon wieder senken, kaum wartest du gut 2 Jahre schon, passiert das dann auch wirklich? Jerome Powell hat ganz klar gesagt, ja, die Zinswende ist jetzt da und erstmal sehr große Freude, hurra, 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 man war ja wie der Esel der Möhre hinterhergelaufen und jetzt hat der Esel die Möhre gefressen und die Frage ist, was kommt jetzt, wo eben dieses Motiv, oh, es ist doch schön, Kinder, wir haben bald Zinsweihnachten, wir können uns auf etwas freuen, wo dieses Motiv vielleicht nicht mehr da ist. Und der gute Jerome Powell hat auch etwas gesagt zum Arbeitsmarkt, was eigentlich, wenn man naja, ein bisschen zwischen den Zeilen liest, für einen Fed-Chef schon sehr außergewöhnlich ist. Er hat nämlich gesagt, der Arbeitsmarkt ist sehr schwach, kühlt sehr stark ab. Das ist eine indirekte Warnung vor einer Rezession und möglicherweise ist die Reaktion der Wall Street, die wir dann später gesehen haben, auch so ein bisschen die Erkenntnis dessen, jetzt haben wir das, was wir bekommen wollten und jetzt ist die Frage, naja, aber was hilft uns das, wenn eben diese Rezession kommt? Schauen wir uns die Dinge mal an, hier mit der Aussage, vor allem vom Pauli, dass er sagt, ja, also the cooling in labor market conditions is unmistakable, also die ist praktisch überhaupt nicht mehr übersehbar. Sein Kollege Harker hatte dann auch in Jackson Hole gesagt, we need to start moving rates down, wir müssen die Zinsen senken. Okay, warum müssen sie die Zinsen senken? Was ist da jetzt im Busch, könnte man sagen, aber wie gesagt, erstmal Gold nach oben, Aktien nach oben, Anleihen nach oben, also die Anleiherenditen nach unten, nachdem Paul wörtlich gesagt hat, time has come for policy to adjust, also die Wende in der Zinspolitik. Schauen wir uns doch mal hier diese ganzen Aussagen an und dann auffallend eben diese Aussagen zum Arbeitsmarkt. Wir werden alles tun, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Wir sind nicht interessiert an einem schwachen Arbeitsmarkt. Warum sagt er das? Die Fed hat ja ein Doppelmandat, auf der einen Seite Arbeitsmarkt eben und Inflation. Man sei jetzt natürlich sehr confident, dass die Inflation auf 2% fällt. Und dann hat man, oder hat Paul auch gesagt, Balance of Risks to Fed Mandate. Und das ist dieses Doppelmandat eben, Inflation und Arbeitsmarkt auf der anderen Seite, has changed. Vorher hat die Fed, hat Paul immer gesagt, comes into better balance. Also ist in einer besseren Balance inzwischen, nicht mehr so einseitig Richtung Inflation. Jetzt sagt man, hat sich gedreht, könnte man vielleicht auch weitergehend interpretieren. Und das ist schon eine erstaunliche Aussage. Dementsprechend hat er klargemacht, okay, September werden die Zinsen sinken, noch nicht sicher, ob vielleicht nicht doch 0,5, wenn eben die Arbeitsmarktdaten und die Daten, die jetzt zukünftig reinkommen, so schlecht sind, dass die Fed so ein bisschen in Panik gerät, auch wenn sie damit zugibt, naja, dann hätten wir eigentlich ja schon im Juli die Zinsen senken müssen. Aber das, was Paul gesagt hat heute, das zeigt schon eine gewisse Besorgnis. Dementsprechend werden die Payrolls, die wir dann Anfang September bekommen, sehr, sehr wichtig. Und vor allem das Problem an der ganzen Geschichte, Paul hat keinen wirklichen Ausblick gegeben, wie es weitergeht. Warum sollte er das auch? Er kann sich ja oder will sich ja auch alle Optionen offen halten. Und auffallend war auch, dass Paul lange, lange Teile seiner Rede über die Entstehung dieser Inflation gesprochen hat. Warum tut er das? Weil er natürlich weiß, dass die Vorwürfe da sind, dass die Fed selbst diese Inflation maßgeblich mitgeschürt hat, Zinsen auf Null gesenkt, Quantitative Easing gemacht, die Verschuldungsorgie des US-Staates mitfinanziert eben durch die eigene Politik. Und er ist ein humorvoller Mann, den man einfach mögen muss, das muss ich sagen. Da sagt er eben, das ist mein Assessment, wie die Dinge gelaufen sind. Sie mögen das vielleicht anders sehen und das ist natürlich eine breite Kritik. Er sagt eben, Paul sagt, naja, das war halt die Pandemie mit Angebot-Nachfrageschocks. Dann haben die Firmen eben in dieser Pandemie die Leute nicht entlassen, sondern sie haben einfach nur aufgehört, Leute einzustellen. Erinnert mich so ein bisschen an Habeck. Wenn man insolvent ist, dann ist man nicht pleite, man hört nur auf, etwas zu produzieren.
Dann hat es aber die Fed geschafft, so sagt er, die Inflationserwartungen verankert zu lassen. Okay, und the good ship transitory was a crowded one. Also diese These, dieser Fehler der Fed zu sagen, das wäre transitory, vorübergehend die Inflation, da sei man nicht der Einzige gewesen. Paul weiter. Labor Market wird wohl nicht, der Arbeitsmarkt wird wohl nicht eine Quelle der Inflation sein zukünftig und so weiter und so fort. Sehr, sehr weitreichende Aussagen eigentlich innerhalb eines Nothing Burgers, denn dass sich Paul nicht festlegen wird, was genau passieren wird, war eigentlich zu erwarten. Peter Schiff sagt, die Fed hat sich geirrt über die Inflation, nämlich dass sie transitory, vorübergehend sei, und irrt sich jetzt, dass sie wieder auf 2% fällt. Man senkt jetzt die Zinsen und behauptet, man habe den Kampf gegen die Inflation gewonnen. Der wahre Grund ist der Versuch, die Kollateralschäden einzudämmen, die natürlich diese Zinsanhebung Stück für Stück gebracht hat. Hier sehen wir Mission Accomplished, wie hier Paul vor der versammelten Mannschaft den Sieg über die Inflation verkündet, gewissermaßen. Aber man könnte auch sagen, die Fed ist natürlich verantwortlich, mitverantwortlich zumindest, für diese massive Inflation, Geldmengenausweitung ohne Ende, von nichts kommt nichts, eben auch keine Inflation, sondern das ist ein monetäres Phänomen weitgehend. Dementsprechend könnte man auch sagen, dass natürlich diese Inflation, die eine Assetpreisinflation ist, die Immobilien immer teurer gemacht hat, die Ungleichheit damit in der Bevölkerung praktisch vergrößert hat. Kein Wunder, dass so viele Amerikaner wirklich arm sind, dass man damit einen ganzen Staat bilden könnte. Also das sind locker 20, 30 Millionen Amerikaner, die wirklich an der Armutsgrenze oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Teilweise selbstverschuldet, aber eben auch durch diese extreme Unbalance, könnte man sagen, der Vermögensverhältnisse, die durch diese Geldpolitik eben entstanden ist. Und jetzt sagt man im Grunde, naja, jetzt lockern wir wieder die Geldpolitik, damit wir irgendwie die Schäden, die durch die notwendige Kur, nämlich die Zinsanhebungen entstanden sind, dass wir die wieder reparieren. Und das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Das ist sehr unwahrscheinlich, so oder so. Hier sehen wir die Odds, die Wahrscheinlichkeiten, dass die Fed am 18. September die Zinsen 0,5 senkt, sind ein bisschen gestiegen, nach wie vor sehr viel wahrscheinlicher, so sagen es die Fed Fund Futures, dass es nur 0,25% sind. Dann heute nach den Aussagen von Paul natürlich wieder Euphorie bei The Dauerbullen. Jackson Hole war ein voller Erfolg, Montagabend S&P über 5700. Schauen wir mal. Nun beginnt die wahre Rallye wirklich, das ist eben die Frage. Hier nochmal diese Grafik, die ich immer wieder zeige. If a recession comes, gell, dann fallen die Aktienmärkte, if not, not, dann steigen es, gell, also kommt die Rezession, geht es nach oben, wo, nach unten, wo nicht, können die Aktienmärkte steigen. Und nun sagt BCA Research, ja, diese Rezession, die ist praktisch unvermeidlich, und ein paar Zinssenkungen, die werden da nicht viel helfen. Erinnern wir uns, es dauert, bis eine Zinsänderung wirklich im System durchschlägt. Das hat einen Verzögerungseffekt. Jetzt wird es noch einen knappen Monat dauern, bis die Fed überhaupt damit anfängt. Da sind die Dinge, sagt Gary Evans von BCA, die so unglaublich schnell jetzt nach unten tendieren. Und der Markt glaubt, und das ist eben das, was ich auch schon seit langem sage, dass die Zinsen in einem Jahr ungefähr bei 3% sein werden. Und er sagt, nein, das wird nicht passieren, außer es gibt eben eine Rezession. Also wenn die Rezession kommt, ja, dann werden die Zinsen stark fallen. Wenn es aber nicht zu einer Rezession kommen sollte, dann wird die Fed eben auch nicht so stark die Zinsen senken. Ich glaube, das ist der Widerspruch, der derzeit den Märkten nicht so richtig bewusst ist. Wir sehen aber natürlich schon Zeichen einer Rezession. Gucken wir mal auf den Hausmarkt, auf den Immobilienmarkt von Redfin, einer der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Die sagen, der Anteil von Wohnungsanzeigen, die die Preise senken, ist jetzt auf 6,9% gestiegen. Das ist der höchste Wert, den man jemals verzeichnet hat. Davor sind die anderen Jahre 22, 23 und so weiter und so fort. Also immer mehr Immobilien, die auf den Markt kommen, können zu diesem Preis nicht mehr verkauft werden, müssen mit dem Preis runtergehen. Und wenn hier die Leute in Schwierigkeiten kommen, weil sie ja praktisch ihre Immobilie als Kreditkarte nutzen und ihr Haus nicht verkauft kriegen, dann ist das ein nicht so gutes Omen für die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Wir sehen das global gesehen auch
trotz dieser Zinssenkung die Notenbanken ihre Bilanzsummen reduzieren. Das ist die EZB, das ist auch die Fed und so weiter und so fort. Aber vielleicht wichtiger jetzt im kurzen Zeitfenster, was macht denn der Dollar? Wir sehen, der Euro ist auf den höchsten Stand seit Juli 23 gestiegen, nach den Aussagen von Schirumi, und Dollar-Yen auch schwer unter Druck jetzt wieder, 144 und ein paar zerquetschte. Also da bin ich gespannt, ob der Carry-Trade dann vielleicht wieder ein Problem bekommt in Japan. Wir sehen insgesamt der Dollar-Index jetzt an dieser kritischen 100er-Marke. Das ist ein sehr, sehr zentrales Niveau. Wird man da halten oder eben nicht? Das ist jetzt der Abstieg des Dollar im Grunde, wie Bloomberg hier Titel, Dollars longest plunge in 16 months. Also da ist schon was passiert. Und Bank of America sagt, also guckt mal nach 5 der letzten 6 Powell-Reden in Jackson Hole ging es für die Aktienmärkte nach unten. Durchschnittlich 7,5%. Der September ist nicht der beste Monat, gerade nicht in einem Wahljahr. Und hier ist dieses Bild mit diesem Esel, der ständig dieser Karotte hinterherläuft. Jetzt hat der Esel es geschafft, die Karotte aufzufressen. Wonach soll er jetzt hinterherlaufen? Oder wem soll er hinterherlaufen, in der Hoffnung, endlich diese Karotte zu kriegen? Goldman Sachs sagt, Risk Reward is not compelling right here. Also das Risiko-Chance-Verhältnis sei nicht besonders attraktiv, aber das sind böse Zungen. Wir haben ja die neue Königin, so hat man das Gefühl, was da passiert ist bei dem Parteitag der US-Demokraten. Das ist fast wie so eine Intronisierung einer neuen Königin, die aber von niemand gewählt ist, vielleicht von ein paar Delegierten, aber von sonst niemand. Diese Königin, die hat kein Interview gegeben, seit sie die designierte Königin ist. Das hat mit Demokratie relativ wenig zu tun. Offenkundig hoffen die Demokraten, dass Kamala Harris einfach nur nichtssagende Phrasen raushaut und das wird reichen. Denn sie hat auch in ihrer Rede wieder nichts gesagt, was sie konkret machen will. Ja, wir wollen schöne Dinge, nicht? Und wir wollen vor allem Trump verhindern, das hat sie 15 Mal gesagt, aber kein einziges Mal die Inflation erwähnt. Und das ist die Top-Story für die Amerikaner. Und die Frage ist natürlich, warum hast du das als Vizepräsidentin nicht gemacht, was du jetzt eigentlich hier machen willst? Und das ist natürlich das große Problem, das Harris hat. Sie war ja Border Czar, also diejenige, die eigentlich für die Grenzsicherung zuständig war. Sie war Nummer 2 im Prinzip in den USA und galt als weitgehend unfähig. Jetzt wird sie sozusagen idealisiert. Das ist eigentlich schon fast Postdemokratie, was wir hier erleben. Das ist keine, sie gibt nicht mal oder versucht nicht mal klarzumachen, was konkret sie eigentlich wissen will. Und in einer Demokratie haben die Wähler den Anspruch und das Recht zu erfahren, was genau willst du machen, bevor wir dich wählen oder eben nicht wählen. Das wird schlichtweg verweigert. Das einzige Thema scheint zu sein, verhindert Trump. Dafür kann man gute Gründe nennen, das zu wollen, gar keine Frage, aber es ist eben zu wenig, um wirklich klar zu machen, was genau eigentlich geplant ist. Und hier zeigt sich das nochmal in einem Artikel von The Hill, die sicherlich nicht Trump-affin sind. Die sagen, ja, die Arbeitnehmer, die haben immer mehr Probleme mit der Inflation, weil jetzt auch der Arbeitsmarkt sich abkühlt. Und das ist das zentrale Thema, um das es jetzt gehen wird. Interessanterweise ist die Kryptoindustrie für die Hälfte aller Unternehmenswahlspenden zuständig in diesem Jahr. Also das ist auch ein Shift, und die Kryptoindustrie, die dürfte ja doch sehr deutlich jetzt Donald Trump zu neigen, denke ich mir, denn Trump will das pushen, will Bitcoin pushen. Kamala Harris überlegt offenkundig, Gary Gensler hier zu installieren. Das wäre nicht so gut für die Crypto-Bullen. Und interessant auch, dass Harris zum Beispiel nichts in Sachen grüne Ideen jetzt gesagt hat. Übrigens sehen wir jetzt in den USA, dass die Preise für gebrauchte Elektrofahrzeuge unter denen für Benziner sind. Das ist erstaunlich und ging jetzt relativ rapide. Und das bedeutet, wer sich einen Tesla oder andere Autos gekauft hat, der schaut jetzt ziemlich in die Röhre, weil schlichtweg die Preise eben immer weiter fallen für diese Fahrzeuge.
Und das nochmal zurück zu Harris, in einem Land also, das nach wie vor zweitgrößter Emittent von CO2 ist. Wenn Sie hier Deutschland nicht unter den Top 5 sehen, dann muss das Propaganda der fossilen Energiefirmen sein, weswegen wir ja die konsequenteste, wie soll man sagen, masochistischste Wirtschaftspolitik betreiben, die wo es gibt. Und wohin das führt im Extrem, sehen wir dann zum Beispiel im Vergleich Venezuela und Chile. Chile hatte sich für freien Markt und Kapitalismus entschieden, Venezuela für den Sozialismus, den hier immer mehr Leute ganz toll finden, zumindest wenn man mal sich die öffentlich-rechtlichen Medien anschaut, die null Kritik üben, etwa an solchen planwirtschaftlichen Preiskontrollmaßnahmen von Kamala Harris und Co. Und hier sehen wir, Venezuela war vor nicht so vielen Jahren deutlich reicher als Chile und ist jetzt komplett abgestürzt. Chile dagegen nicht. Und in der Regel wird der Kapitalismus, wie Ludwig von Mises sagte, für Probleme verantwortlich gemacht, die aus dem politischen Versuch resultieren, ihn abzuschaffen. Das ist genau der Punkt. Der Liberalismus, so hat Milley gesagt, ist die uneingeschränkte Achtung des Lebensentwurfs anderer, basierend auf dem Grundsatz der Nichtaggression und in Verteidigung des Rechts auf Leben, Freiheit und Privateigentum. Ich finde, da kann man nicht so wahnsinnig viel dagegen sagen, dass man das gut findet. Wir wollen alle leben, wir wollen frei sein, wir wollen ein geschütztes Privateigentum haben. Alle Diktaturen zeichnen sich dadurch aus, dass eben nichts sicher ist, vor allem nicht das Privateigentum. Wir sehen das in China, Jack Ma, ganz große Nummer, plötzlich komplett weg vom Fenster, abserviert und Ende Gelände. Jetzt werden die Jobdaten sehr wichtig, sagt Mike Wilson. Die werden wichtiger als Jackson Hole. Okay, warum er das meint, lesen Sie hier. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, wir haben uns mal angeschaut, mein Kollege Claudio Kummerfeld, wie denn eigentlich die Lage bei den Konsumkrediten ist. Da gab es jetzt frische Daten und die deutet eher auf eine Rezession. Zweite Empfehlung, jetzt empfehle ich ein schönes Wochenende. Sag Servus, ciao.